Guten Morgen von Berlin nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, Unterstützung soll auch Prigozhin gehabt haben, der Wagner-Chef, von mindestens einem hohen General. Wer ist das? Was weiß man über diesen Mann? Ja, es wird hier wild spekuliert. Es wird in Russland über Telegram, immer wieder werden neue Vermutungen geäußert. Im Westen wird Kaffeesatzleserei betrieben und es geht vor allem um den Armeegeneral, also einen extrem hohen General, Sergei Surawikin, der auch den Spitznamen oder Kampfnamen oder Beinamen hat, General Armageddon. Und den hat er deswegen, weil er eben auch als besonders skrupellos gilt, vor allem im Westen. Er hatte ja auch das Kommando der russischen Kräfte in Syrien für eine Zeit und soll da, wie man ihm im Westen bei Menschenrechtsorganisationen vorwirft, wahllos Städte dem Erdboden gleich gemacht haben. Hier wird ihm natürlich widersprochen. Und hier gilt Surawikin vor allem bei den Soldaten als ein äußerst kompetenter und durchschlagskräftiger General. So, und jetzt heißt es, dass Surawikin eben mit Prigozhin kooperiert haben könnte. Dieses Gerücht kommt vor allem von der Moscow Times. Und da sind dann auch die Kollegen von der New York Times draufgesprungen. Und das Ganze wird hier auch diskutiert, wie ich bereits angesprochen habe, über Telegram. Aber es gibt eben dafür keine Beweise. Und das heißt auch, dass Surawikin eventuell schon festgenommen wurde und hier in Moskau in Untersuchungshaft sitzt und Ermittlungen laufen, dass er verhört wird. Auch dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Das große Problem ist die Intransparenz, die wieder einmal hier in Russland herrscht. Und diese Intransparenz, die schafft eben Möglichkeiten, die Mittel des hybriden Krieges komplett auszuspielen. Und eines dieser Instrumente ist eben Desinformation, Fake News, Verunsicherung, Sorgen, Keile treiben, Spalten, um so den Gegner zu schwächen. Und es kann jetzt durchaus sein, dass man einfach versucht, die russische Militärführung mit massiven Gerüchten von allen Seiten zu spalten, um auch zu verhindern, dass Sergei Surawikin zurückkommt ans Oberkommando der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg, weil eben sehr viele Experten ihn tatsächlich für einen absoluten Profi halten und es vielen lieber wäre, gerade vielen in den Reihen der Feinde Russlands, wenn dieser Mann von der Bildfläche verschwinden würde. Und da gibt es auch einen britischen Russland-Experten, Mark Galliotti, und der sagt, dass er schmunzeln musste, als er das in der New York Times gelesen hat. Das Ganze habe schon fast den Charakter einer PR-Truppe der US-Geheimdienste, die sicherlich daran interessiert sind, dass Surawikin kaltgestellt wird. Wie gesagt, viele Vermutungen. Ich weiß auch nicht mehr, als ich jetzt gesagt habe. Das ist natürlich ein äußerst unangenehmes Arbeiten, wenn man laufend im Trüben fischt. Und das Ganze heißt im Endeffekt Kreml-Astrologie. Das ist ein Begriff aus dem Kalten Krieg, der heute wieder zutrifft, wie damals, als keiner wusste, was da überhaupt hinter diesen Mauern passiert, wer welches Spielchen treibt. Und heute sind wir wieder in einer ähnlichen Situation.